So gut, ich trenne mal schon ein bisschen fleißig. Ich weiß nicht, wie viel du schon gemacht hast. Oh, ich glaube, ich habe so 200, fast 300 vielleicht. Wir sind da. Okay. So, kann ich mal ganz kurz zeigen. Das ist jetzt erstmal unser vorübergehender Spot, wo wir uns Sachen craften wollen. Wir hoffen einfach, dass wir hier erstmal nicht entdeckt werden. Soll ich was bauen oder willst du? Mach du ruhig, ich trenne Fleisch. Okay. Ich meine, wir brauchen ja eigentlich noch Foundations, dann brauchen wir Mörser. Damit wir in der Kontext machen können. Vielleicht sollten wir schon mit Forges anfangen. Schon anfangen Metall zu schmelzen. Das würde Sinn machen. Ja. Das wär... Geh mal kurz ein Stück zur Seite. Nein, das geht nicht. Also jetzt nochmal. Würdest du mir jetzt den Boden oder den Füßen wegziehen? Nee. Ah, wir haben noch keine gute Rüstung gefunden, oder? War schon was in den Beacons drin. Nee. Wir sollten als erstes dann jetzt hier Bett bauen auch. Nicht vergessen. Machst du das? Kann ich machen. Okay. Ich setze hier trotzdem mal einen Schlafsack hin irgendwo dann gleich. So. Ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht so viel Akku-Berries, oder? Ja doch, 550 habe ich, das passt, denke ich. So, okay, Schlafsack wollte ich noch setzen. Ja, um einfach, ja, hier ist doch schön, der coole. Ja. Sehr gut. Schön symmetrisch. So, Mörser? Das sieht vielleicht noch was aus. Das ist schön gemacht. So, Mörser, hast du schon welche gebaut? Nee, das war okay. Doch deine Aufgabe. Meine Aufgabe. Ich kann 13 Stück machen. Ja, ich mach 4 Stück, hä? Also dir meine ich übertreib's immer so. So, ich mach immer noch hier solche Giftsperre drauf. Fallschirme können wir auch gebrauchen. Denk dran, Fallschirme zu machen, ne? Oh ja. So, dann mach ich noch ein paar Schlafsäcke für unterwegs. Kann ja nie wissen. Dann noch ein Schild vielleicht. Machen wir noch einen Bogen. Dann passt das jetzt erstmal. So, gut. Ey, der Crafting Speed 200% ist... 250 habe ich sogar, ist echt sinnvoll. Also gerade am Anfang, aber selbst jetzt ist es irgendwie angenehm. So, Moment. Nee. So. Ich habe Damage bekommen, aber ich das Holz gehauen habe, deswegen wahrscheinlich. So, hau mal deinen Spoiled Meat in die vorderen zwei erstmal. Nimm's mal aus dem Pippe. Okay, Moment. So. Da. Was geht denn mit denen? Bist du das, oder? Ja, ich hol schnell Holz. Okay, mach mal. Ja, sollten wir noch ein bisschen mehr Weight investieren, ne? So ein, zwei Punkte kann nicht schaden, denke ich. Wie viel hast du denn? Nee, den Pip, der. Achso, ja, klar. Zum Farmen und so. So, 21. Wir haben zu wenig Nacko-Berries. Hast du noch Nacko-Berries? Nee. Ich glaube kaum. Ich kann ja mal gucken, wie viele ich noch habe. Guck mal. Ein paar Bücher hast du bestimmt auch gemacht. Hau die dann rechts rein, bitte. Rechts? Wir brauchen auf jeden Fall noch sehr viel mehr Nacko-Berries. Und ich kann mal eben zeigen, was wir jetzt hier machen wollen. So, das hier brauchen wir. Haben wir schon mal skillen. So, und dafür brauchen wir, wie gesagt, 100 Narcotics, 10 Kristalle, 20 Nesette Blumen und 40 Pilze. Nö. Und damit steht auch da, das erhöht zwar das Leben, aber es sorgt dafür, dass es hungrig macht. Ne? Und bei Dinos sorgt das eigentlich dafür, dass die dann der Food-Wert auf 0 ist. Und dementsprechend fressen die dann übelst schnell. So, und damit können wir dann loslegen. Da könnten wir auch krasse Dinos dann tamen. Also vielleicht irgendwie einen Badass, Akentavis oder na, vielleicht erstmal was kleineres, ein Badass-Frosch oder ich weiß es nicht. Oder eine Elite-Vieh irgendwas. Muss man mal gucken. Und das Coole ist ja auch, dass super viele Dinos ja wirklich einzigartige Fähigkeiten haben und so weiter. Ich hau mal noch ein paar Punkte in Wait. Soll ich ein bisschen Metall holen oder so? Ja, das wäre eine gute Idee. Alles klar, mache ich. Ist da oben Metall? Oh, da ist ein Baby-Mammut. Brauchen wir noch Prime-Meat? Ja, kann man immer gebrauchen, hä? Würde ich sagen. Ja, natürlich. Verdirbt schneller. Mir tut das zwar jetzt eigentlich ein bisschen leid. Kann ich das aufheben? Nee, Baby-Mammut kann man nicht aufheben. Okay. Oh, das ist Level 405, Alter. Weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt antun will. Könnte ein bisschen dauern, ja? Nee, hab ich keinen Bock. Dauert mir zu lange. Lass mal das Baby-Mammut leben.
So, hier haben wir Eisen und so weiter. Immer schön gucken erst, ob hier nicht irgendwo ein böses Vieh ist. Kann alles One-Hit haben. Also es gibt übelst viele Viecher, die One-Hit-Potenzial haben hier. Auch wenn wir dann übelst krasse Rüstung haben. Also vor allem jetzt dann auch. So, Metall, 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 Metall. Also lass es Metallpieke und so vielleicht machen, hm? Und so ein Zeug. Ja. Grappling Hook wäre super wichtig. Bei Grappling Hook, also, dann könnte man sich nämlich auch mal der eine an Pipte hochziehen, wenn es schnell gehen muss, weißt du? Wenn man eine Grappling Hook haben. Und genauso könnte man sich auch an gegnerische Pipte ranziehen und die dann betäuben oder so. Was ich eigentlich ziemlich fett fände. Ey, wir müssen unbedingt dann eigentlich auch nach Beacons gucken, ey, gute Rüstung und so. Weil jetzt haben wir vielleicht noch einen kleinen Vorteil mit dem Flugsaurier, das wird nicht lange so bleiben. Ja. Wenn du willst, sehr schnell. Kannst du hier schnell eine Metallpicke holen. Okay. Also Metallpick-Ext. Wieso wiege ich denn so viel? Das nervt. Okay, ja, dann komme ich nochmal zurück schnell. Da hole ich schon mal rein, was ich jetzt habe. Haben wir schon Forges? Nee, okay. Ja, ich sag mal so, ne, wenn die Forges an sind, dann... Also irgendwas leuchtet hier übelst. Ach, die Lagerfeuer sind das. Die fallen ja übelst auf, Alter. Ja, das wird auch das sind Helden. So, nimm dir raus, was du brauchst. Pieke ist das Miffy. Okay, nice. Warum hierfür? Du kannst hier die Schlafsäcke drin. Kann ich die Pieke auch nehmen? Ah, nee, das ist die gefunden hast, ne? Ja. Das ist ein Blueprint gewesen, oder was? Nee. Kannst du so benutzen, wenn du willst. Ja, heißt ne. So, halt, warum ich hierfür? Da, warum wie ich so viel? Das nervt. Moment. Kann's gerade echt nicht sagen. Nacroberries muss ich dann gleich noch fahren, das darf ich nicht vergessen. Ja. So, Fallschirme muss ich auch mal ausrüsten. Machen wir hier hin. Wegen dem Pelz? Nee, auch nicht. Pelzrüstung brauchen wir ja nicht unbedingt, ne? Ich muss dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen umsortieren, sonst weckern wieder alle rum. Ja, Bienen, du wiegst so viel. So, ich bringe jetzt, weiß ich nicht, mal so 2000 Metal mit, das reicht dann, denke ich, erstmal, oder? Jo. Hier ist Metall. Kein Fiber mehr. Okay, Moment, weil das geht jetzt, wenn ich einmal hier bin, es geht das schnell. Sekunde. Jo, gut. Will ich mal ganz schnell auf. Jo. Okay. Jetzt bestimmt übelst die Luzi dann währenddessen. Jo, also kann ich wirklich sagen, wir haben jetzt schon viele, viele Stunden, hatten wir auch Spaß schon gezockt so und um ein bisschen sich total abzukacken jetzt hier, wenn wir gleich PvP machen. Und wir hatten einen Heidenspaß, also ich finde diese Anunnaki Genesis Mod großartig. So als zweites Format neben Aquagezeichen und so jetzt erstmal so mit Anunnaki Modden, dann mit diesen Implantaten und so, ich habe da mega Bock drauf. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt, dann könnte man dann vielleicht daraus irgendwie eine längere Serie machen. Hätte ich echt Lust, muss ich sagen. So, bin ich mal gespannt, wie auch euer Feedback ist und so, aber dann habt ihr natürlich noch nicht viel gesehen. Das ist erstmal nochmal so ein kleiner Eindruck. Aber das werden wir hoffentlich alles noch. Das kann natürlich dann sich mal ein bisschen verzögern, weil jetzt ja PvP an, kann sein, dass wir übelst abgefarmt werden und deswegen halt nicht so einen Fortschritt haben. Aber Step by Step müssen wir ja auch besser werden und uns dann besser auskennen und so. Dann wird das dann, denke ich, über die Zeit. Ich denke, das reicht jetzt erstmal mit Metall, würde ich schätzen. Ja, aber wer hat, der hat, ne? Das ist ja so einer unserer Lieblingssprüche momentan. Im Tribe. So, okay. Stein hau ich wieder weg. Also ich werde dann jetzt wirklich in Ruhe erstmal gucken. Ach ja, Nacroberries brauchte ich noch, ne? Könnten wir eigentlich gleich mal hier schauen, ob wir hier diese Bären... Es gibt ja auch diese Pflanzen, die ich ja erzählt. Ich muss nur extrem aufpassen. Ah, warte mal, ist das hier... Irgendwo müssen Blumen sein, die so rot sind. Die nicht. Ich mach mal eben das Gras komplett aus. So, jetzt ist es nämlich schon leichter, was zu finden. Die hier könnten das sein. Warte mal. Ah, das sind blaue Biegen. Ich mach gleich hin. Ich will nur testen, ob hier Rare Flowers rauskommen. Ist das lag? Hier nicht. Kann ich die nicht fahren? Wenn es so komische Sträucher sind, dann nicht. Okay. Egal, ich mach jetzt mal zu dem... Oh, es ist der Biegen weg. Da war doch bestimmt gerade irgendeiner gewesen. Ich bin ziemlich sicher. Komm, nochmal eine Rolle. Down ist er. Halt! Immer erst reingucken. Ja, wie gesagt, da kann cooler Scheiß drin sein. Ich weiß nicht, ob in Babys auch was drin sein kann. Kein Plan. Aber ich guck lieber mal. So. 660 Prime Meat. Mhm.
Ich denke, das ist erstmal ganz gut. So, okay, ich guck noch gerade wegen Biegens nochmal schnell. Ah, nee, ich bring dich erstmal runter, stimmt. Wenn ich komme. So, ein bisschen Movement Speed. Jetzt muss ich erstmal den Spot wiederfinden. Hier war das gewesen, oder? Hier war es nicht. Bist du weit oben oder was? Wie ist es so mittig? Mittig vom Berg. Wie, du siehst mich? Ah, da vorne, okay. Ja, ich muss mich erstmal orientieren. Der Tiger nervt mich. Das ist voll fies, man. Die ganzen Beacons werden ständig abgefarmt, Alter. Wir müssen dann uns auf Beacons konzentrieren jetzt erstmal. So, ich bin hinter dir. Okay. So, gut, dann lass erstmal noch Narcotics machen. Wir brauchen wenigstens einen Serum jetzt. Können wir schon Fortschritt machen? Oh. Ich glaube, ich hänge fest. Was sagst Ah, ne, geht. Ich glaube, notfalls geht auch eine Rolle. du? Fortschritt habe ich gebaut jetzt. Okay. Wo? Also hast du nicht gesetzt, oder was? Ja. So, hier ist jetzt ganz viel Metal drin, ne? Das sollten wir davor mal noch einräumen. 2300. Hab ich jetzt drin, ne? So, das Brummeat brauchen wir. Wobei, das können wir eigentlich auch im Flug dienen lassen. Das passt schon. So, jetzt gucken wir mal hier. Narcotics. Wie haben wir denn jetzt? 103. Dann können wir schon das erste Serum machen. So, und das ist ein Freifahrtschein. Wir müssen Dino umkloppen irgendwie. Also betäubt bekommen. Und dann hätten wir den Instant. Mehr oder weniger betäubt. Wir haben jetzt auch genug Brummeat dafür. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Da müssen wir ja dann echt gucken, für was wir das dann ausgeben. So, und jetzt brauchen wir weiter Narcotics. Drum ist es scheiße, dass wir so wenig Narcoberries haben. Man könnte jetzt auch überlegen, erst noch einen Dino zu tamen, der schnell Narcoberries bekommt. Gibt es irgendeinen Dino, den wir mit dem Püpte crappen können? Der Bären sammeln kann? Weiß ich nicht. Wir können einfach da unten einen Mammut tamen. Das Beste, was wir machen können. Das könnten wir halt echt instant machen, ne? Ja, Dann was brauchen wir noch kostet schnell ein Mammut? einen Mammutsattel. Guck mal, hier Alpha-Mammutsattel gibt's auch. So, Mammutsattel macht man das Smithy, okay. Moment. Hast du das Metall? Metall ist im Pipte. Nee, wir brauchen mehr Metall, wir brauchen mehr Metall, wir brauchen mehr Metall. Zwei, drei brauchen wir noch. Also eins habe ich fertig, ein Serum. Willst Wir könnten uns jetzt einen hohen Mammut raussuchen, gerne. Können wir machen. Dann können wir ganz schnell Narcoberries farmen. Und dann können wir ganz schnell noch ganz viele mehr Serums, whatever, machen. Das würde jetzt ein bisschen Zeit verzögern, aber es ist, ja, es ist. Ich hätte gerne Beacons gefahren, da kann halt nicht alles gleichzeitig machen. Das ist das Problem. So, Mammutsattel ist in Arbeit. Ein Kylo wäre eigentlich noch geiler. Weil mit denen kann man viel besser Rare Flowers farmen. Aber ja, ist jetzt Ja, erstmal egal. Mammut macht das genauso. Ich habe auf Gamepedia geschaut, da hat ein Kylo am meisten Sterne gehabt, was Rare Flowers angeht. Achso. Aber Mammut passt. So, okay. Was geht? Ich muss mal ein bisschen Leben skillen, glaube ich. Ich habe mal ein bisschen wenig. Chitin-Rüstung? Können wir das noch gleich machen? Sollen wir? Hast du genug Chitin dabei, oder? Ne, ich habe Wir gar können kein gleich Chitin. Metall machen. Das passt schon. Nicht Ja, so ist viel. recht. So, okay. Das Serum habe ich einstecken. Ich habe Primeat habe ich auch einstecken. Ja, lass mal schnell einen Mammut legen. Der kann sich dann ja von alleine tamen. Ne, das dauert dann nur 10 Sekunden oder so. Aber willst du mit dem Serum machen? Ja, klar. Willst du nicht, dass es verschwendet? Ne, dann kann ich mich gleich draufsetzen, noch mehr Narcoberries machen, wir können mehr Serums herstellen. Darum geht's doch. Okay, komm. Das ist eigentlich der Plan. Ich weiß, er wird das jetzt ungern alleine machen. Bist du mit? Komm. Ja, klar. Ich Okay. warte drauf. Okay, ich hab dich. So, hast du Fernglas am Start? Cool. Ich glaube, wir sind die einzigen, die hier Schnee gibt. Guck mal, da ist ein blauer Beacon. Der ist schon unten. Den können wir holen. Weil Also blauer zwei. Beacon kann auch gutes Zeug drin sein. Haben wir gemerkt. Wir haben übrigens zusätzlich noch die RAWR Beacon Mod installiert. Die sorgt sogar dafür, dass die Beacons ein bisschen abgeschwächt sind, weil die sind so schon deutlich verstärkt durch die Anunnaki. So, ich lasse dich runter. Hier ist, scheint nichts zu sein. Hinten ist ein Mammut. Okay, weiter. Moment, ich gucke noch ganz kurz, welches Level.
245, also wir sollten schon irgendwas mit 500 nehmen, um die Drehe, wenn wir schon jetzt das Serum raushauen. Ich bleib stehen. Ich komm zu dir. Ja. Rino kann man keine Bären farmen, ne? Welches Level sind die hier? 145. Beide? Und 390. 390 wäre eigentlich schon fast okay. Hm. Bevor wir jetzt hier ewig suchen und so? Ja. Am geilsten wäre es, wenn wir Mammut finden würden, was da oben ist, ne? Ja. Aber scheiß drauf, wir brauchen das jetzt echt nur zum Bärenfahren. Wir müssen es aber erst betäuben. Hm. Ach ja, weißt du was, lass das mit dem blauen Biegen hier mitnehmen. Hast du noch Speere da? Ich habe 10 Stück ungefähr. Jo, lass mich mal runter. Ist da irgendwas? Ne, ich guck ja gerade, deswegen lasse ich dich gerade noch nicht runter. Aber ich sehe nichts. Ich glaube nicht, dass hier was ist. Ja, okay. Doch, da hinten ist ein Hai. Ja, den halte ich aus, wenn es nur einer ist. Hast du einen Raft notfalls? Nee. Ich lasse dich jetzt runter, okay? Auf 3. 1, 2, 3. Du machst immer die aufregenden Sachen. Aber wir werden die Rollen dann auch noch tauschen, keine Sorge. Oh. Dann geht's gerippelt los. So, Hai kommt. Kannst du mich vom Wasser rüber vielleicht holen? Ja, es ist riskant. Komm. Ja. Hat es geklappt? Nee. Schwimm einfach weiter, ich versuche dich zu grabben, Anderson, okay? Mhm. Aber ich will halt nicht im Wasser, weil dann steige ich automatisch ab. Es sind 2 Haie jetzt an dir dran. Oh, es ist halt lag, ne? Uncool. Puh, Alter. Das war nicht nur ein Hai. Da sind 5 Stück hinter mir. Ich krieg dich nicht. Hab dich. Du bist irgendwie überhaupt nicht vorangekommen, Alter. Da kommt doch überhaupt nichts raus da drin. War nichts drin gewesen? Das ist ein Müll. Ja, okay, so eine rote Suppe hab ich. Was machten die? Speed. Muss dich okay. Schneller. So, lass jetzt mal wegen Mammut schauen. Aber eigentlich dachte ich, dass jetzt hier. Naja, ich meine, gut, jetzt sind sowieso gerade keine Biegens. Da hinten kommt ein gelber Biegen runter. Den sollte man eigentlich mitnehmen. Ja, das ist Level 60. Den im Wasser? Das ist ab Level 60. Den können wir also mitnehmen. Dann brauchen wir aber einen Raft. Mhm. Der wird sehr tief im Wasser sein. Da vorne okay. Auf der Lava-Insel ist ein Lilaner. Okay, dann lass erst zur Lava-Insel. Lava-Insel und dann den gelben Biegen. Weil, wie gesagt, ey Leute, da kann halt Rüstungsteile mit irgendwie 300-400 Rüstung drin sein und so. Und das ist jetzt gerade am Anfang super wertvoll. Oder Darts können drin sein. Und hinter uns ist ein grüner, da könnte Javelin drin sein. Ja. Okay, wir probieren das mit den Lilan. Jo. Das ist auch ein grüner auf dem Vulkan. Oh, da ist ein roter. Das ist ein roter. Ja, wir sind auch noch nicht 95, Mann. Ja, der Lilan ist schon unten, da müssen wir uns ranhalten. Kann das sein, dass das da ist, wo der Spinosee ist? Irgendwie sind die Palmen bei mir immer buggy, Alter. Ich habe immer rote Palmen hier. Ja, bei mir sind auch so. Normal. So, gut, ich lasse dich einfach runter und du schwimmst entgegen des Spinos weg, bitte, okay? Wo ist denn der Spino? Da vorne. Okay. Wo ich hingucke. Also, schwimmen die andere Seite. Die sind, glaube ich, auch Piranhas. Du musst echt schnell machen. Das ist nicht, was ich alles bekommen habe gerade. Egal, schwimm einfach raus. Ja, du schwimmst mehr zum Spino, aber okay. Da ist doch ein Spino. Pass, 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 weiter die Richtung. Ja. Mach an Land, da ist gleich Land. Mhm. Okay. Warte mal kurz. Ja, okay, jetzt. Okay, hab dich. So, Raft müssen wir jetzt machen. Wir vergessen unsere Bette-Taktik. Oh, was der ist schon am Boden. Ich glaube, wir brauchen unbedingt irgendwie Flossen, ey. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht finden wir das ja. Kannst du Raft machen? Was brauchst du noch dafür? Ja, ich komme. Ich brauche noch Hide und Wood. Hide brauche ich noch. Wood kann ich dir geben. Hide hast du keins? Nee. Aber im Dino ist 500 Hide drin. Ich hau mal das Wood noch rein. Das ist zu viel. Ja, ist einiges. Da hinten ist noch lila biegen, der gerade. Nee, blau, 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 blau. Okay. Soll man nochmal kurz stehen? So, da hast du dein Holz wieder. Ah, danke. So.
Ich würde es ja auch gerne mal probieren, aber. Also ich lasse dich jetzt erstmal runter, du hast ja einen Raft, ne? Wie, warte. Ja, jetzt. Ich mache auf dem Vulkan mal. Oh nein! Ich bin ins Wasser gefallen. Scheiße! Mach das Raft bitte! Habe ich schon. Ich komme. Ist es da? Oh, Jojo, das ist ist da. viel zu tief. Da komme ich nicht ran. Viel zu tief. Kommst du nicht ran? Keine Ja, das Chance. sieht tief aus, okay. So, Moment. So, von hier müsste ich den eigentlich kriegen, warte. Okay. Schade. Lass den Lila mitnehmen, hier war ein Lila irgendwo. Wo waren die denn? Ein Vulkan. Ah, Der war doch rot. nee, der ist blau. Okay, ja, da hinten ist ein blauer. Lass es den blauen noch mitnehmen. Grün? Da ist doch diese Javelin drin, nee, diese Ach Lamp. ja, hast recht. Ja, ist den blauen, dann den grünen, oder? Ah, der blaue ist, glaube ich, im Wasser. Ich glaube, der ist fies. Weißt du noch? Da, wo du mich runtergelassen hast und wo ich noch 10% Leben hatte, wieder hoch. Hier sind ganz viele Mammuts. Lass dann gleich mal hier am Sumpf Mammut tamen, dann können wir damit ganz viele Rare Flowers machen. Aber wir müssen uns langsam dann ein bisschen ranhalten. Aber wir wollen auch gutes Loot haben. Alter, weißt du was? Wir können das aber vielleicht hinkriegen. Ja, es ist sehr, dass du das lootest, während du dranhängst. Ich habe hier Dingzeug bekommen. So Taucherzeug. Ja, lass Ja. mich mal unter. Boah, Taucherzeug ist und gelber Beacon vorhin im Wasser. Alter. Nee, nee, lass mich. Nee, so Essen habe ich. Also. Ja, da ist das auch gut. Ich lasse dich jetzt runter, ne? Da ist irgendwie. Ja, hier ist viel. Nee, jetzt nicht mehr. Kannst du damit den gelben Biegen vielleicht noch holen? Ich guck mal, wie schnell ich bin. Ich habe da halt das Taucherzeug, damit ich Oxygen kriege, aber ich weiß nicht, Erhöht ob ich. das die Schnelligkeit, der Trank? Weiß ich nicht. Das Ding verschwindet gleich. Da schwimmt auch ein Hai lang. Ich weiß nicht, wie Ja. schnell du bist, du dann Nimm mich. schneller? Grab mich mal, flieg so hoch, wie du kannst. Und dann lässt du mich fallen. Ach so. Bist du schneller denn? Ich bin dann schnell unten, aber ich weiß nicht, Ja. wie schnell ich hochkomme. Nee, ich meine durch den Trank, das würde mich mal interessieren. Warte, ich guck mal. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist aber wirklich gerade kleiner Lag, Leute. Also, Nee, ich bin Junge. runtergesprungen. Bist du schneller? Ja, ich guck mal, ob ich schneller bin als Der Hai du. ist an dir dran. Oh! Der Hai. Der muss irgendwas Besonderes sein, der ist verdammt schnell. Ja, machen wir wieder aufs Los, bitte. Ah. Es ist einfach nur eine leichte Verzögerung irgendwie, das ist das Problem. Ja gut, soll jetzt nicht sein, der gelbe Biegen. Wir brauchen da Tauchausrüstung. Okay, ey, lass jetzt Mammut tamen. Damit seltene Blumen und Akkuberries farmen. Richtig viele. Drum müssen wir gucken, dass wir gleich hier am Rand des Sumpfes eintamen. Das wäre super. Hier irgendwie ein. Guck mal, welches Level die sind. 190. 50, ja, ist klar. Hier ist noch Mammut. Der ist 430. Ja, dann lass den jetzt einfach mitnehmen. Okay. Wo? Hier ist auch gerade nichts Gefährliches. Also ich habe fünf solche Speere dabei. Ich Ketten? hab keine Ahnung, ob das ausreicht. Probieren's, hä? Ich hab auch ein paar Pfeile. Okay, ich leg los. Irgendwie ist der Verstein weg. Auf jeden Fall ist es nicht schnell. Keine Ahnung, wie viel Schaden das macht. Oh nein, das ist ein Wolf. Pass auf, seht ihr, das ist ein Wolf. Aber der jagt gerade, das den hörst du Gott sei Dank. Hallo, ich sei betäubt. Au! Au! Ich mach mal ganz kurz auf den Pip, da. Muss was essen.
Sag, wenn du irgendwie Probleme bekommst oder so. Ich hab Hälfte an Leben verloren, Alter. Krass. Hast du noch Pfeile? Nee. Ansonsten muss ich noch ein paar Speere craften. Nice, das war der letzte Speer gewesen fast. Ne, nee, einen habe ich noch in der Hand. So gut, wir können mal gucken, wie schnell das so gehen würde. Ist da ein Speer? Ehrlich? Ja, stimmt, macht Sinn. Gibt es irgendwelche Beeren, die der besonders gerne isst? Rachel Berries. Okay. So, das würde jetzt wahrscheinlich übelst lange dauern, wenn wir das so machen, ne? Gucken mal ganz kurz, um das fortzuführen. Ja, das dauert lange, der will nicht fressen. So gut, und dafür haben wir jetzt dieses Serum. Na, cool, gemacht. Das hau ich dem jetzt rein. Achtung, wir gucken bei Food. Ja, 30.000. Bam. Null. Und jetzt wird er sich hier durchfressen. Jetzt müsste es eigentlich übelst schnell gehen. Hm. Dauert trotzdem ganz schön lange. Ja. Oh nein. Also er frisst die ganze Zeit. Den können wir im Prinzip jetzt hier liegen lassen. Das wird einiges dauern. Okay, lass währenddessen trotzdem weiter solche Serums machen. Wir brauchen jetzt Nacro-Berries. Guck doch mal da vorne, da ist ein Baby-Mammut. Baby-Mammut? Alter. Okay, das können wir aber gleich. Welches Level? 320, okay. Jo, die sind süß. So, hier Nacro-Berries farmen zu dir. Damit wir schon mal was anderes noch tamen können währenddessen. Da vorne ist noch ein Baby-Mammut, das ist noch kleiner. Alles voll mit den Viechern. Wie dir? Jo, ich hab das. Hier nähern sich Wölfe und so. Das wäre doof, wenn die jetzt ans Mammut gehen. Ich komme. Ja. Wie weit bist du mit dem Crossbow und so? Fertig. Okay. Gut. Ja, wir müssen Betäubungspfeile machen, unbedingt ganz viele. Aber diese Anunnaki-Teile, ich weiß nicht, ob du die jetzt auch benutzt hattest. Crossbow haben wir jetzt zwei, ne? Ja. Okay, ja, dann lass einfach ganz viele Anunnaki-Pfeile machen. Dann lass uns weiter auf das Serum konzentrieren und dann könnte man schon mal versuchen, dann langsam mal Richtung Badass-Vieh zu gehen. Könnte ich mir vorstellen. Muss mal den Pypte vom Pypte aus machen. Irgendein Poison-T-Rex, irgendwas in der Richtung. Meinetwegen auch erstmal einen Eis-Pypte, mir egal. Irgend sowas in der Richtung. Ich kenne mich doch da nicht so gut aus. Ist ein Tipp da alles für dich? Okay, Moment. Nice. So. Okay, hier hin. Die Wölfe. Ja, hinten waren die gewesen. Ich habe halt Bescheid gegeben, jetzt bevor die angreifen. Der ist von unten. Ja. Das sollte man vielleicht mit der Grappling Hook machen, dass ich an dir dranhänge von vornherein. Nein, nicht ins Wasser fliegen! Ich bin doch nicht im Wasser. Alter, es ist halt irgendwie lecky, ey. Ja, hier ist ein Frosch. Na gut, ich probier's. Ja, lass mich runter. Oh ne, das ist ein Krokodil! Go, go, schnapp ihn hier! Ich schwimm dann hoch! Okay. Alter, ne, das ist 280. Ich muss ins Wasser. Ja, ist schon klar, aber das ist ein Krokodil! Ja, ich kann dich sofort wieder grabben, weil ich hier oben bin. Genau, ich bin ganz klar am Wasser. Naja, du bist schon klar, dass mich das aber knockbackt und so, ne? Das sind zwei Krokodile! Weg, 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 weg! Wir müssen das mit der Grappling Hook machen. Ich schnell runter, luden und dann wieder hoch. Also, land mal bitte irgendwo auf einem Berg oder so. So, flieg nach oben.
Okay, dann los. So, und du bist direkt im Strahl drin, so, ne, ein bisschen vorm Strahl sozusagen. So, jetzt müsstest du es kriegen, oder? Probier's. Soll ich noch ein Stück vor, oder? Ne, ich komm weiter runter. Okay, das ist nicht nah genug dran. Du musst ein kleines Stück weiter nach vorne. So. Probieren. Okay. Und hochziehen. So funktioniert's. Jo, 29 Mäusenpfeile immerhin. Bisschen Zementing-Paste. Kannst du dich greifen so? Weiß ich nicht. Ja, nee, das geht auch nicht. Wie gehen wir okay. Weiter? Wohin? Hier die Blumen fahren. Okay. Ey, das ist aber auch eine gute Idee. Ich kann mich einfach abseilen und dann hochseilen wieder. Oder? Ich kann auch ein bisschen laufen, theoretisch. Ich kann da jetzt hier laufen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, dann lass es mal so machen. Das ist sicher. Hier ist ein Blumen. Stopp. Oh, wie cool ist das denn bitte? Auf die Idee hätten wir schon mal eher kommen können. Ja. Ja, gut. Der Baum stört jetzt nicht, oder? Nö. Ja. Ich muss ja nur auch schnell auf die Grappling Hook wechseln, wenn das passiert, und mich ranziehen. Oder sagen, flieg hoch, dann ziehst du mich mit automatisch. Ich fühle mich gerade wie so ein Hund an der Leine. Sie dir Gassi mit Beam. Auf Arc Art. Oh Mann, ich sehe schon den Titel kommen. Gassi mit Beam. Ja. Schlange, zieh mich hoch, hoch, weg, 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 weg. Ich werde gleich betäubt sein, glaube ich. Das ist nicht gut. Wobei, nö. Hast du Stimulanten? Achso, du hast sofort. Nee, Turbo geht. Ich habe einiges. Oh Gott sei Dank habe ich Turbo geskillt. Das passt, alles cool. Ja, wieder da, wo wir eben waren, ungefähr. So ein bisschen. Wobei hier da vorne sind auch ganz viele Pflanzen. Da wo der Stein ist, im Wald. Da. Ja. Sehr gut. So, und dann müssen wir halt nur noch Munition machen zum Betäuben. Mach mal ein bisschen in die Richtung hier, wo ich hinschwimme. Ja, danke. Müssen wir noch mal Sachen zum Betäuben machen und dann können wir uns an irgendwelche Champion, nicht Champion, sondern Badass-Viecher ranwagen. Flieg mal noch ein bisschen. Halt, hier ist eine Blume. Stopp. Mach mit der Blöcken. Ach ja, stimmt. Moment, ich kann die Leine verlängern. Das ist ja so eine moderne Leine. Sekunde. Das nennen wir noch Leine lassen. Sehr gut. So, jetzt müsste ich eigentlich weiterlaufen können. Jo, lol, Alter. Nice. Nur biegen sie so oder so, gib Bescheid, ne? Im Wald sieht man das relativ schlecht. Ah, hier ist irgendwas. Flieg los. Irgendwas war da gewesen. So, ich guck mal eben. Ich habe jetzt 60 Rare Flowers und 900 Nacko Berries.